Hey ho Freunde und willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir spielen mal wieder Jedi Fallen Order und ich habe mir gedacht als kleiner Gag, dass ich ein Star Wars Talk hier mit rein verbinde und wir haben hier den Max habe ich uns mitgebracht. Moin. Ja, und bevor wir mit dem Talk anfangen, muss ich hier mal kurz durch zwei Gespräche durchjumpen und ja. Reese? Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Okay, gut, das eine Gespräch hat sich dann schon mal erledigt. Wir gehen dann mal zum zweiten. Das war ja schnell. Ja, der hat einfach nur gesagt, nicht jetzt, ich muss arbeiten. Chillig. Spezielles Gitarre, Alter. Das ist doch voll am Anfang. Oder? Ich habe jetzt zwei Folgen gemacht, jetzt voll am Anfang. Ah. Ja, denkst du, ich schaue da mit Videos? Nee. Ja, also. So, meine Sachen sind wieder voll und wir nach Hause. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrod T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Alter, und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Hm. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht ihr dann mich? Ja, und oh, ich hab DB9 noch nicht. Ja, und dann würde ich jetzt mal in die erste Frage reinspringen. Deutsch ist er. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. Oh, ich muss erstmal meditieren, einen Moment. Speicherpunkt. Speicherpunkte findest du überall auf Kells Reise. Interagiere mit ihnen, um deine Fortschritte zu speichern. An Speicherpunkten kann Kell sich ausruhen und Fähigkeitspunkte in den erhaltenen und neue Fähigkeiten investieren.
F, okay. Doch nochmal eine Sprachszene. Oh. Hey, BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. So, Max, ich wollte dich jetzt mal fragen, wie du mit Sauers als erstes in Verbindung gekommen bist. Ich glaube, das war, als ich 7 war, da gab's der erste Teil der dunkle Verschwörung im Fernsehen. Die dunkle Bedrohung, meinst du? Die dunkle Bedrohung, meine ich doch. Und da habe ich mir die angeschaut und ja, die fand ich da nice. Aha, das war, achso, ja, Teil 1, ja, Episode 1, ja. Okay. Ich hatte vorhin ja schon mal gefragt, du kennst das Spiel Jedi Fallen Order ein bisschen, ja? Mhm. Ich will da raus! Geht doch. Ja, scheiße, ich hab keinen Doppelsprung. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. This moment. Wenn man das Spiel schon angezockt hat und ein paar Sachen freigeschaltet hat, aber die nicht nutzen kann. Wie hast du das gewusst? Erstmal speichern. Jo. Ja, und das Spiel ja direkt nach einem der beliebtesten Star Wars-Serien tatsächlich. Nämlich Star Wars The Clone Wars, also 11 Jahre danach irgendwie so war das. Also zur Zeit des Galaktischen Imperiums. Genau wie auf dem Was hältst du denn von Star Wars The Clone Wars? Geile Serie, würde ich sagen. Ich hab die halt früher, als ich hab noch beliebt war, geschaut. Jetzt guck ich mir nur. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die angeschaut, das war vor einem halben Jahr. Also, manche sagen halt, Star Wars oder so ist halt Kind für Kinder. Aber ich glaube, eher weniger. Was geht? Weil, mit dem Buch hier falsch? Was ist mit dem Buch hier falsch? Der schaut mich an. Hey, der ist tot. Der ist jetzt ein Haustier. Nee, aber du kennst ja manche Folgen, wie zum Beispiel diese Terroristen, Terroristen. Alles okay? Dann dieses mit diesen, Warte, ich helfe dir dabei. Kyrosis Zombies. Darf ich mal? Ja. Das als Kinderserie bezweifle ich. Oh. Ja. Deswegen, ja, glaube ich, ist zwar eine gute Serie, aber... Schön. Von manchen. Der Scorn-Bahn-Schutz ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay. Okay. Versuch's. Das Gebäude? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also. Erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Wir können unser Lichtschwert endlich bearbeiten. Yay. Farbe. Orange.
Ja, also ich finde, BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge. Star Wars The Clone Wars hat erstens so ein bisschen was Nostalgisches. Es wird schon gehen. Weil wir das halt auch als... Ich glaube, du jetzt auch. Wir haben das ja als Kinder geguckt. Mhm. Und das letzte Mal habe ich halt wirklich aktiv Star Wars The Clone Wars am Anfang 2022 geguckt. Also im März war das, glaube ich. Als Staffel 7 rausgekommen ist. Ach, stimmt. Ja, ich glaube, da hast du es auch geguckt gehabt. Ja, ja. Da muss ich sagen, da fand die Staffel war ganz cool, obwohl man die länger hätte machen können, ganz ehrlich. Es gab ja fertige Folgen, andere, zum Beispiel das mit dem riesigen Kyber-Kristall und sowas. Ach stimmt, Und auch die Boba Fett-Folge, also diese Kopfgeldjäger-Folge gab es ja auch. Ja, das hast du mir erzählt. Da hat Boba wahrscheinlich seine Macke her am Helm. Das wollten sie mit der Folge erklären. Die wurde aber von Disney nie reingenommen. Finde ich total schade. Ist denn nicht auf dem Weg gestorben? Danach war wenn nicht Stephanie mehr gehört. Ich glaube, Cad Bane ist dabei auch gestorben, genau. Ja, weil die haben gut. Noch dieses typische 1 gegen 1 gemacht und haben sich die Pfeile getroffen. Ja. Nur ich muss halt sagen, Beskar ist Beskar. Ja, da bringt dem Blaster nicht viel, oder? Ein Heilungsstimme. Beskar hat auch seine Schwachstellen, aber du musst Beskar richtig treffen, damit du. Ja, da kennst du dich definitiv besser aus als ich, weil ich Man sieht ja auch bei den großen Kämpfen auf Mandalore, dass die Mandalorianer auch sterben können. Mandalorianer auch umfallen können quasi. Ja. Okay. Das ist so eine Beskar-Mischung quasi, aus einem anderen Metall mit Beskar gemischt und dann ist Beskar nicht mehr rein so stabil wie zum Beispiel, wie man es in The Mandalorian beim Jaren sieht. Also beim Mando. Weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Weil, da sieht man ja auch, dass er, hier... Irgendwas brauchbares? Ach, wie nenne ich es jetzt am besten? Dass man... Sieht man zum Beispiel in der einen Folge, wo die auf dem Transporter sind, wo er diese 1000 Schüsse abdrückt. Ich fühle es. Und trotzdem weiterlebt. Ich möchte jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil es viele Leute gibt, die haben die Staffel noch nicht geguckt und die ist ja auch erst vor kurzem im Dezember zu Ende gegangen tatsächlich. Deswegen sage ich dazu jetzt auch mehr nicht. Obwohl ich mich jetzt auch tatsächlich. Ja, da sieht man das halt, dass das Beskar, reines Beskar, sehr stabil ist. Die Beskar-Rüstung, die kriegt da in Staffel 1, die mittlerweile fast jeder gesehen haben sollte. Oh. Du hast alles kartografiert. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. So, jumpen wir mal hier runter, oder? Oh, da ist noch eine Kiste, geil. Ja, da hatten wir ja unsere vier Story-Parts quasi. Einmal, haben wir gefunden? Einmal. Erstes war das mit dem Bad Batch. Achso, du meinst jetzt hier von The Clone Wars? Ja, von The Clone Wars. Der eine Story-Part war vom The Bad Batch, also von der Schadencharge. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Und dann gab es ja noch diesen komischen mit Ahsoka den Abschnitt, wo sie auf Coruscant ist. Den ich sehr komisch fand tatsächlich. Ich hör dir da mal nur Scheiße. Ja, der war. Nix gegen Star Wars The Clone Wars, aber der Story-Part, der war tatsächlich scheiße. Und dann kam ein richtig cooler Story-Abschnitt, die Schlacht von Mandalore. Die fand ich sehr cool tatsächlich.
Ja. Was gab's dann noch? Es gab viele coole Momente in Star Wars The Clone Wars. Ja. Scheiße. Weg da! Scheiße, alt ausweichen. Auch einmal scannen. Naja. Ja, und Star Wars The Clone Wars sieht man ja auch. Huch! Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Da sieht man viele coole Planeten auch. Definitiv. Also ich weiß nicht, wenn man das nicht cool nennt, teilweise weiß ich auch nicht weiter. Was gibt's denn hier? Gab's doch irgendwas. Ah, da. Hey. Hm? Nicht zum Laufen. Hm. So. Ja, und das haben sie hier in Jedi Fallen Order haben sie das Ganze noch ein Ticken cooler umgesetzt, finde ich. Weil man hier auf dem Planeten wirklich viel erkunden kann. Und das Erkunden ist auch so teilweise in der Story mit integriert. Ich glaube, ich komme jetzt wieder zu einem Story-Abschnitt. Siehst du was da drin? Ja, komme ich. Und das passt. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit meisterst du den Wald, ne? Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Jo, das ist eigentlich ein voll guter Übergang, dass wir jetzt auf einmal in den Klonkriegen sind. Schneller, mehr Intensität. Jetzt, komm her zu mir. Mann, warum hat das so lange gedauert? Gut, Padawan. Beharrlichkeit und der Macht als Verbündet. Jo, aber mal kurz zum Thema Beskar zurück. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Wie findest du denn The Mandalorian so an sich? Nice. Ja, wie gesagt, es gab ja auch eine lange Zeit halt nichts mehr von Star Wars oder halt diese. Wie nennen wir diese neue Ära von Star Wars? Diese. Wie? Mit Rey und so? Ja, ja. Ich weiß nicht, es sind glaube ich die Secrets. Ich hab davon keine Ahnung, aber halt, die finde ich halt mega scheiße. Ich verwechsel das andauernd. Und es wurde halt schon, ich glaube, längere Zeit von doch von Star Wars Fans irgendwie was Neues gehofft und dann halt. Ja, also ich glaube, die Secrets, die hätte man definitiv besser machen können. Da bin ich von vielen Star Wars Fans auch der gleichen Meinung. Es war einfach nicht gut. Es war einfach nur die Biologie einfach nur ein Scheiße. Es war halt einfach Star Wars gegen die Wand gefahren. Im Prinzip. Ja. Zum Beispiel Episode 8 war das, glaube ich. Da war man auf diesem komischen Salzplaneten. Und es war vom Gefühl her einfach Episode 4 nur viel früher angefangen. Und mit noch ein paar 5.
der Anfang von Episode 5 quasi. Achso, ja, Film. Der Rani auf Hoth, genau. Ja, genau. So ungefähr war das für mich. Ja, schon. Irgendwie. Nee, weil, guck mal, eine ist halt wieder genauso wieder für mich so. Es gibt drei Hauptcharaktere gefühlt, also Poe, Rey und Finn. Finn ja. Und die kämpfen halt gegen wieder halt so böse Mächte, die halt einen Planetenzerstörer haben und zerstören ihn in einer Folge. Ja, in einer Episode mal nicht. Das ist halt genauso wie in der Originaltrilogie der ersten Folge. In Episode, ja stimmt, da wo der Todesstern quasi zerstört wird. Ja, weil guck, ich glaube in Neue Hoffnung, man merkt, also Luke kommt, Han, Leia, oder ist ja ein Mond, der kein Mond ist, komm, springen wir mal in die Luft, haben sie gemacht, fertig. Ist genauso genau. Naja, es war ja nicht so, sondern sie haben da eher die Schilde deaktiviert, aber. Digga, das ist mir scheißegal, Hauptsache das ist. Ist einfach ja, es ist halt einfach so gefühlt dasselbe gewesen. Die einzige Folge, die ich wirklich neuer fand quasi, war Episode 9. Das war mal ein komplett anderes Konzept, muss ich sagen. Naja, da wurde auf der letzten Folge immer wieder dasselbe Kerl bekämpft. Ja, ich rede ja jetzt auch nicht davon, dass die komplett gut sind, sondern ich rede eher davon, dass das Ganze halt einfach so dargestellt ist, wie es ist. Also, dass das was Neues war und die anderen zwei Storys irgendwie so ein bisschen kopiert waren. Und du weißt, was ich meine. Ja. Komm wieder her. Aber was ich, um nochmal darauf zurückzukommen, irgendwas wie gesagt, also viele von diesen Star Wars Fans fanden ja auch genau die 9.3 Episoden scheiße oder 9.2. Da habe ich eigentlich gehofft, dass irgendwie bald was Neues kommt. Und dann kam halt, wird halt gesagt, dass The Clone Wars, die letzte Staffel und The Mandalorian nochmal kommt. Ja, das ist nice. Ja, also ich fand auch, The Mandalorian war ein Lichtblick für alle quasi. Alle abgesehen von den jüngeren Star Wars Fans, die fanden die neuen Episoden wahrscheinlich ganz geil. Habe ich auch, höre ich auch das öfter. Können sich löschen, Alter. Das höre ich auch, die kennen nichts anderes. Deswegen bin ich da auch gar nicht so sauer drauf. Ja. Und ich würde sagen, den Talk führen wir gleich in der nächsten Folge weiter. Und damit würde ich jetzt mal für diese Folge und für diese Woche sagen, ciao Leute, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Mach's nicht. Ich hatte dich auch lieb. schaut auf meinem Twitch vorbei, kommt auf den Discord, damit ihr auch ja keine Verlosung mehr verpasst. Und damit, cheerio, ciao, ciao.